Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Kate. Wer hätte das gedacht? Ja, das Event läuft noch immer. Wir müssen die Offerings noch loswerden. Und wir spielen gegen eine Krankenschwester. Wow, geil. Und sie hat sogar Memento Mori dabei. Also es könnte eine richtig lustige Runde werden. Naja gut, schauen wir mal, was passiert. Ah, hinter mir ist ein Mate. Aber wir gehen hier erstmal ran. Mal schauen, ob sie Ruin hat. Vielleicht verzichtet sie auch drauf. Wie gesagt, sie hat wahrscheinlich ein Memento Mori dabei. Gehen wir mal einfach jetzt davon aus. Oh, hat den anderen erwischt. Und ich bin jetzt einfach noch losgerannt. Ja, ein bisschen ärgerlich. Ich habe ein Medikit dabei, auch wenn ich mich selber heilen kann. Puh, okay. Ich dachte, die hätte mich jetzt gesehen. Naja, gut. Schwein gehabt. Dann arbeiten wir jetzt mal am Gen. Und versuchen, das Beste draus zu machen. Kommt bestimmt in den Keller, oder? Nicht? Wieso geht sie weg? Wieso slackt sie jetzt? Vielleicht, weil das die Obsession ist. Ich brauche länger, um hochzuheilen. Das heißt, gibt es... Sie müsste schlampiger Schlachter drauf haben, oder? Ich glaube, sie hat den schlampigen Schlachter. Deswegen dauert es länger, sie hochzuheilen hier. Okay, das Problem ist, sie hat die liegen lassen. Das könnte bedeuten... Sie kommt hierher, sie kommt. Lauf. Ein bisschen laggy gerade gewesen. Es könnte bedeuten, dass sie Remember Me dabei hat. Vergiss mal nicht, dass wir länger für die Ausgangstore brauchen. Und deswegen hängt sie den nicht auf oder so. Obwohl das eigentlich komisch ist. Also sie hätte ihn ja trotzdem aufhängen können. Das wäre jetzt ja eigentlich kein Problem. Naja, okay. Wir gehen an den nächsten Gen. Da war eine Cocktailparty in Gange. Sehr gut. 4500 Bonuspunkte nochmal für uns. Heieiei. Habt ihr denn eigentlich schon euch die... die Sachen verdient, die Event-Gegenstände, würde mich mal interessieren. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie weit ihr seid. Das Event wurde jetzt ja um 2 Tage verlängert. Ich habe nicht mitbekommen, ob es auf sämtlichen Plattformen verlängert wurde oder nur auf der Konsole, wo es so enorme Einlog-Schwierigkeiten gab. Ich habe aber nur gelesen, dass sie das Event verlängern. Also ich gehe davon aus, dass es auch auf dem PC um 2 Tage nochmal verlängert wurde durch die Serverausfälle. Am Anfang. So, wenn sie... Ja. Okay, sie will dagegen schlagen. Und dann haut sie bestimmt wieder ab. Also, sie hat wieder ihre Obsession umgeklatscht. Lässt sie aber auch schon wieder liegen. Ich habe keine Ahnung, was genau sie fordert. Also sie wird bestimmt... Nee, hat sie sie jetzt aufgesammelt? Nee, da liegt sie. Ah, sie hat... Sie hat KO dabei, Leute. Also sie hat schlampiger Schlachter. Sie hat KO. Wow. Aber warum dann das Memento Mori? Oh, sie hat den anderen da hinten sogar auch noch erwischt. So, helfen wir dem auch nochmal hoch hier. Ah, ist schon ein bisschen recovered. Das Gute ist, wenn sie recovered sind, danach kann man sie relativ zügig heilen. Okay. Okay, ich bin irgendwie noch ein bisschen unsicher, was diese Krankenschwester vorhat. Ich gehe jetzt mal aus. KO, schlampiger Schlachter. Vielleicht hat sie sogar noch, wie heißt das nochmal? Dass sie das Blut besser sehen kann. Das könnte sie noch haben. Aber ich raff noch nicht so ganz, was ihre Mission ist. Wo ist sie? Oh, da ist sie.
Lalala, ich bin unsichtbar. Oh, die andere hat sie auch direkt wieder gesehen. Okay, also sie spielt eine Slugging Nurse. Sie klatscht die Leute immer um und lässt sie dann liegen. Aber warum dann ein Memento Mori? So, sie ist weggeportet. Ich hoffe, dass die hier jetzt schön recovered. Okay, Slugging Build. Auch schon ein bisschen länger nicht gesehen. Vielleicht hat sie dann gar kein Remember Me. Vielleicht hätte sie sowieso jeden liegen lassen und nicht nur ihre Obsession. Na gut, die Leute müssten so ein bisschen sneakier spielen. Da kommt sie schon wieder zurück. Dann nutzen wir mal den Sprintboost, um abzuhauen. Die wird sie bestimmt gleich wieder erwischen. Geh schon mal ein bisschen mit. Ne, sie rennt falsch. Okay. Blut, wie heißt das nochmal? Bluthund, ne? Wo man die Blutspuren besser sieht. Vielleicht hat sie den Bluthund auch noch dabei. Schlampiger Schlachter, K.O., Bluthund vielleicht? I don't know. Und vielleicht hat sie einfach nur ein gelbes Memento Mori. Oder vielleicht hat sie auch wirklich das Tuch der Trennung. Wäre auch mal irgendwie lustig. So, hier in der Nähe ist sie. Ich sehe den anderen nicht. Da, okay. Ich warte hier mal einen Moment. Wahrscheinlich hat sie Nurse Calling. Wieso rennt er weg von mir? Ah, der liegt da noch. Wo sind die bösen Survivor nur hin? Warum recovert der nicht? So, der nächste liegt. Oh. Meine Güte. Ich liebe slagende Killer. Wer liebt sie nicht, oder? So, recoverst du fleißig? Ich hoffe es. Ja. Sehr gut. Vorne ist sie. Dann sprintboosten wir hier mal weg. I'm out of here. Ja, keiner arbeitet an den Gens gefühlt, ne? Ich meine, wir haben drei Stück jetzt schon fertig. Ich näher mich mal von hier. Die andere ist relativ weit. Wir haben sie schon relativ weit hochgesammelt. Das heißt, wenn wir nochmal kurz rangehen, müsste es klar gehen. Die anderen sind hochgeheilt. Ich zieh's durch. Ah, ärgerlich für dich. Tut mir leid, mein Freund. So, schlampiger Schlachter, das wussten wir. Das war klar. Jetzt habe ich leider kein Unbreakable mit. Ich habe erst überlegt, ob ich Unbreakable mitnehmen soll, weil ich ja ein Medikit dabei habe. Und dann dachte ich mir so, okay, ich brauche Selbstheilung dann eigentlich nicht mehr so dringend. Dann wäre Unbreakable vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Wir heilen uns eben kurz selber hoch. Ach ja. Aber gegen eine Slugging Krankenschwester habe ich auch schon ein bisschen länger nicht gespielt. Also nicht in der Form. Ich hatte schon mal ein paar, gerade wenn ich mit Schniefchen gespielt habe, da hatte ich so oft irgendwie eine Krankenschwester, die halt nur am Sluggen war. Das war dann schon ein bisschen lame. Die sluggt zwar auch, aber sie ist immerhin nicht ganz so gut. Das ist immerhin positiver Nebeneffekt. So. Dann hat sie bestimmt den Bluti, wie heißt das nochmal? Bluthund. Bestimmt auch dabei, könnte ich mir vorstellen. So, der andere steht auch wieder. Mal schauen, dass wir jetzt irgendwie an den nächsten Gen rankommen. Alle Leute verletzt, bis auf mich. Ich hätte, glaube ich, noch Tana mitgenommen an ihrer Stelle. Ich meine, ich finde Tana sonst nicht ganz so stark, muss ich auch ehrlich sagen. Da ist jemand. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendjemanden hier quieken hören. Also Tana finde ich sonst nicht sonderlich stark. Aber wenn man den schlampigen Schlachter drauf hat und Slug, dann ist doch eigentlich Tana gar nicht mal so verkehrt. So, dort ist ein Gen. Ich habe da drin noch einen gesehen. Wollen wir mal zusehen. Sie rennt da hin, dann gehe ich woanders hin. So, der andere ist auch hochgeheilt. Einer liegt am Boden, aber ich habe keine Ahnung wo. Hallo.
Nope. Gute alte Sprintboost. Oh, Donner erwischt. Okay. Schade. Okay, wir liegen zum ersten Mal. Ich recover auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal zusehen. Da hinten arbeitet ihr dann am Generator. Sehr gut. So lobe ich mir das. Bin immer noch gespannt, was sie für ein Dingens dabei hat. Für Memento Mori. Und ich krabbel gleich mal weg. Und zwar da hinten hin, wo keine Gens sind. Obwohl, findet mich da jemand? Das wäre dann die Frage. Vielleicht wäre sogar das dritte Siegel ganz lustig, wenn man sluggt. Dritte Siegel. Dann kann man sich KO sparen. Dritte Siegel, schlampiger Schlachter. Tana. Ah, keine Ahnung. Ah, Mensch, schade, dass ich Unbreakable nicht mitgenommen habe. Obwohl halt die Frage jetzt auch wäre, ob ich jetzt... Vielleicht... Ah, Pirscha hat sie bestimmt noch dabei. Oder? Was meint ihr? Pirscha? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Jetzt wird ein Schuh draus. Obwohl Nurse Calling könnte auch gut sein. So, der eine rennt jetzt hier leider so ein bisschen verwirrt durch die Gegend. Okay, der andere hat sich hochgeheilt. Jetzt könnte es soweit sein, dass sie Erfolg hat mit ihrem Slugging. Wäre ärgerlich. Ich finde das immer sehr schade. Also ich finde, Slugging ist immer so richtig langweilig als Survivor. Wenn du jetzt hier so am Boden liegst, ey. Ich meine, ja, am Haken kann ich auch nicht großartig was machen. Aber... Also wenn der andere nicht bald Gas gibt, dann GG. Und sie campt jetzt hier. Wir müssen uns jetzt aufteilen. Nice. Okay, der steht. Jetzt darf sie den anderen nicht erwischen. Ah. Genau, Hauptsache noch Teabaggen, ey. Komm. Naja. Okay, das könnte es gewesen sein. Das könnte es gewesen sein. Spannende Runde für die Survivor. Zum Glück haben wir so tolle Killer wie dich, Krankenschwester. Ach, ein Paradies für Unbreakable, ne? Oder, was natürlich noch geiler wäre, kein Gejammer. Dann kann sie dich überhaupt nicht sluggen. Ich weiß nicht genau, ob sie Pirscha dabei hat. Ob sie mitbekommen hat. Doch, jetzt kommt sie direkt zu mir, oder? Ja, sie kommt direkt zu mir. Hat dabei aber übersehen, dass da hinten noch jemand ist. So, und der liegt, der sieht aber, wo wir sind. Jetzt, warum hebt er die denn nicht auf? Voll, guck mal, wie weit ich jetzt schon runter bin, ey. Ich lieg das erste Mal gerade. Okay, der erste ist tot. Könnte sein, dass wir jetzt sogar auch sterben. Die heilen sich erstmal. Sollen sie auch auf jeden Fall. Sicher ist sicher. Ich glaube, sie hat Pirscha, deswegen sieht sie immer, wo ich hingehe und denkt, dass hier jemand ist. Okay, dann lenken wir sie immerhin von den anderen Leuten ab. Das ist ja auch schon mal was. Bin mal gespannt, ob sie wirklich ein gelbes Memento Mori dabei hat. Ja, ich glaube, wir sterben jetzt, oder? Ich weiß nicht, ob jetzt noch jemand rechtzeitig zu uns kommt. Ja, ganz hinten. Nee, das schaffen die nicht mehr. Die wissen ja auch gar nicht, wo ich liege gerade, ne? Ach Mensch, schade, dass es uns beim ersten Mal erwischt hat, ey. Wir haben so vielen Leuten schon hochgeholfen. Und ja, wir sind jetzt beim ersten Mal direkt down. Nee. Okay. War jetzt ein bisschen langweilig, finde ich, dass sie gesluggt hat. Ist natürlich auch ein Bild, was man machen kann. Aber ich finde es immer lame. Also, mir als Survivor macht es halt nicht sonderlich Spaß, dann nur durch die Gegend zu kriechen die ganze Zeit. Ach ja. So, mal gucken, was sie jetzt für ein Setup hatte. Wir haben sogar unseren Pip bekommen. Also, ja doch, Pirscha, okay, und Nurse Calling. Also KO und schlampiger Schlachter war klar. Nurse Calling war irgendwo auch so ein bisschen klar. Obwohl ich ja sagen muss, warum Pirscha mitnehmen und Nurse Calling?
Ich glaube, dann hätte ich mir den Pirscher gespart und hätte nur Nurse Calling mitgenommen. Ich meine, okay, da hast du ein bisschen mehr Reichweite und kannst sehen, wo die Leute liegen. Aber hier siehst du ja, sobald jemandem dann geholfen wird, der am Boden liegt. Ich weiß nicht, ob ich das mitgenommen hätte. Ich hätte vielleicht lieber statt KO das dritte Siegel mitgenommen. Und vielleicht Tana zusätzlich. Weil Tana ist natürlich auch böse, ne? Wenn du schon den schlampigen Schlachter hast und die Leute brauchen länger, um sich hochzuheilen. Und dann haust du noch mit Tana ein bisschen rein. Hätte man auch mal machen können. Naja, gut, okay. Leute, ich bin raus, ja. Mal schauen, ob wir noch eine andere Runde heute... Vielleicht mache ich aber auch lieber Killer. Ich glaube, ich mache heute wieder mal abwechselnd. Und ich würde sagen, wir sehen uns in-game, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.